Wir haben hier einen Topf mit Wasser und wir haben einen Pilz. Ah, Topf mit Wasser ist angedreht, jetzt müssen wir noch ein paar Kartoffeln schneiden hier. Ich mache Kartoffelsuppe. Ist ganz einfach zu machen. Ich habe jetzt hier eine Kartoffel fertig, ich brauche ein bisschen länger heute. Könnte ein längeres Video werden. Erstmal ein paar Kartoffeln schnibbeln, schälen und schnibbeln. Wer Wellen und Weiber, schälen und schnibbeln. Ja, Topf läuft. Mach einfach spontane Kartoffelsuppe, weil. Oh, das dauert. Weil ich habe Bock drauf. Und sowas ist sowas von einfach gemacht und mit kleinen Küchenhelferchen, so wie Maggi und Co. kann das jeder Pisser auf der Welt, ehrlich gesagt. Eine Kartoffel ist fertig, die andere braucht anscheinend noch eine Stunde. Mir hilft ja keiner. Mir kommt eine Frau und sagt, komm, lass uns mal was zusammen kochen. Hey, du bist immer gar nicht so hässlich. Sowas sagt auch nicht einer zu mir. Das mit dem hässlich schon, aber das mit dem nicht hässlich, meine ich jetzt. Das wäre nicht. Na, hilft mal oder so. Nee, blöde Kommentare kriege ich. Wo ist gelabert? Aber helfen tut an mir einer. Ist aber schön. Naja, auch egal. Ich schneide jetzt mal so. Auch nicht. Platzt er denn so blöd? Ja! Heiß nackter Mann im Haus! Ich mache ja schon extrem langsam hier. Scheiße, ey. Alter, wir haben auch nicht viel Wasser. Ne? Das ist ja nur 1 Liter Wasser. Machen wir es mal so, wir machen eine Single-Kartoffelsuppe. Normalerweise macht man den Topf schon halb voll mit Wasser und macht da ein bisschen Kartoffel und so rein. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir machen hier so eine Single-Portion. Reicht das mal. 1 Liter Wasser und dann nimmst du dir ein bisschen größere Kartoffel und dann weißt du, dann brauchst du da auch nicht so viel von. Ne? Dann brauchst du da nicht so viel. Weil die Sache ist ja, wir müssen ja gucken, wir dürfen ja sonst noch nichts reintun. Warum? Weil wir jetzt erstmal die Kartoffeln kochen und also nicht die komplette Kartoffel, sondern sagen wir mal einen Teil davon. Ich nehme jetzt noch eine dritte dazu. Das reicht nämlich dann. Koche jetzt hier die Kartoffel und dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Eine Kartoffelsuppe ist jetzt mal, sagen wir mal, das ist jetzt eine Kartoffelsuppe für Idioten und für Laien, die dann auch gleichzeitig hier mit ihrem Maggi-Fick und dem ganzen anderen Analausfluss-Rotz arbeiten wollen. Wie einfach das doch sein kann, eine Kartoffelsuppe auf die Beine zu stellen, die nicht schwierig ist. Also wenig Handgriffe braucht, ziemlich flott geht, wenn man jetzt nicht mit so einer langsamen Kralle arbeiten muss. Also rein theoretisch schnell geht, wenn du einen Topf auf den Herd stellst und der heiß wird, in der Zeit schneidest du eine Kartoffel. Und bis das Wasser so in einer Minute kocht, habe ich die Kartoffel ja auch für dich. Hoffe ich. Mal klein geschnitten. Machst einfach ein paar Scheiben, mach ein paar Stücke, damit du da auch noch so ein bisschen Unterschied drin hast. Boah, meine Fresse, ey Gott, oh, das ist... Ja, gibt ja so Sachen, die nerven mich, ne? Kartoffeln schälen oder so, ey. Machen wir das mal so, wie der letzte Idiot, aber geht's wenigstens ein bisschen schneller runter hier. Ist ja nur so ein kleines Stück. Natürlich so eine Kartoffel mit so einer behinderten Kerbe drin. Die ist nicht behindert, die ist was Besonderes. Sagt man ja so, ne? So. Ja, noch ein paar. Das war grobe Stückchen raus. Weil das auch Spaß macht, Ficker. Wenn wir uns hier die groben Stücke nehmen, dann einfach nochmal vierteln hier den Arschweg, ne? Dann haben wir auch schon hier so kleine Würfelchen.
Machen wir jetzt hier mit dem schon auch nochmal, weil mir das alles so Spaß macht. Sag doch mal was! Ja. Ja. Genau. Sag doch auch mal was. Ja. Reicht ja. Ne? Rachel Kuh von RTL Living, ja, die leite ich nicht. Die kenne ich. Das ist doch die mit den Film Sommersprossen im Gesicht, oder nicht? Diese hässliche, sagt er. Die hässliche. Immer diesen pinken Lippenstift an, das passt überhaupt nicht zu der. Pinken Lippenstift? Ha! Lieber pinken Lippenstift als Lippenstift am dicken Stift. Ich fand ihn ganz gut. Ich würde gerne an deine Zuschauer beurteilen. Welche Zuschauer? Weißt du, die drei Leute, die den Scheiß hier gucken? Die drei Leute, die meine Scheiße gucken. Und ihr denkt euch, warum ich Videos nicht schneide? Weil es sich nicht rentiert. Wozu soll ich den ganzen Scheiß nicht schneiden? Mal ganz im Ernst, wofür? Für die drei Leute, die es gucken, mit einer durchschnittlichen Wiedergabedauer von 42 Sekunden, dafür soll ich mich dann nachher noch hinsetzen und dann dreiviertel Stunden hinten Scheiß zusammenschneiden? Oder noch so ein Paket. Was war da drin? Ja, das war gar nicht Amazon. Von der Apotheke im Paket. Für meinen Gedöns, ja. Oh, keine Kartoffeln, warum ist hier alles vollgesaut? Ach, deine Mutter, Alter. Ach, deine Mutter, der Cousin. Deine Mutter, der Cousin ist auch dabei. Aber wenn wir hier schon. Ah, oh Gott! Wenn wir hier schon rumsauen. Mein Gott. Überall diese Pinörkel ausgefallen. Kartoffelscheiß. Geht an, ey, kannst du jetzt mit der Kamera hier gar nicht sehen. Ich hab überall diese, sind doch diese Pinöppel, die da dran wachsen, wenn das, kennt man doch, diese Pinöppel, die an Kartoffeln kommen, wenn die ein bisschen älter werden, ne? Wie heißen die noch? Vielen Dank fürs Gespräch. Ein kleiner Pinöppel. Das sind die Keime, die... Ja, genau, wenn so ein Keim austritt. Jetzt sind hier natürlich die ganzen Keime auseinander geflogen. Und haben sich überall verteilt. Aber wir haben ja ein Schwämmchen, das kann man dann einfach mal ein bisschen zusammentüdeln und dann nimmt man das hier runter. Kartoffeln kannst du 2-3 Stück bei dir in der Kugel einsetzen, dann kriegst du Kartoffeln. Kartoffeln. Das lohnt sich ja mal gar nicht bei den Kartoffeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, da auch immer so Leute, mit denen ich mich unterhalte, da muss Kartoffeln selber anpflanzen, das ist viel besser. Hör mal. So oft wie ich Kartoffeln 4 Kilo für 1 Euro kriege, ja, dafür verballere ich nicht. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel Geld mich am Ende alleine das Wasser für die Kartoffeln kosten würde. Wenn ich das mal berechne. Oder irre ich mich da? Ja, ja, wenn ich jetzt einen Acker hätte, aber ich habe einen Balkon und da habe ich ein Hochbeet stehen und da wachsen dann nachher, habe ich mehr Geld für Wasser verblasen, als ich überhaupt irgendwie für irgendwas gut habe, oder? Also nicht für Tomaten, aber das macht man ja nur einfach aus Freude. Naja, das mit den Tomaten ist eigentlich weniger, was ich mache, das ist eigentlich nur aus Hobby. Ich hab hier 3 große Tomatenpflanzen mittlerweile. Ja, die haben jetzt alle geblüht und irgendwann kommen da Tomaten. Die Tomaten schmecken deutlich besser als die Kacke, die du im Laden kaufen kannst. Und bei Tomaten hast du nicht so einen Ärger, weil wir jetzt im Moment sowieso so viel Regenzeit haben, da brauchst du nicht mal mehr gießen. So, alle 3-4 Tage gießt man, haust du wirklich mal so einen halben Liter Wasser drauf und dann ist Ruhe. Musst du immer darauf achten, dass die Kinder nicht die Vögel wechseln. Du musst das immer so sehen. Kalt schmeckt alles. Der Meister des Geizes. Ich bin nicht der Meister des Geizes. Nee, das bin ich schon. Ich kaufe nur gerne mal günstiger ein, das soll ich. So, was muss alles in eine Kartoffelsuppe? Jetzt wird schwierig. Kartoffeln? Ja, haben wir. Also wir wollen uns aus den einfachsten Mitteln Kartoffelsuppe machen. Wir kochen jetzt erstmal einen Schuss, kochen gerade unsere Kartoffeln durch. Ach, wir brauchen gleich noch was. Boah, schon beschlagen die Scheiben. Wir brauchen natürlich noch was.
Also je nachdem, was du für eine Kartoffelsuppe machen willst. Willst du eigentlich so eine Art... Wow, an die Nerven. Willst du so eine Art Kartoffel-Eintopf machen? Weil es gibt ja die Kartoffelsuppen, die durchsichtig sind und es gibt die, wo man... Ne? Je nachdem. Da... Ja, bei uns auch. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo ich denn hier, ehrlich gesagt, scheißegal, weil ich könnte mit dem Pürierstab im Moment sowieso in meiner blöden Hand nicht umgehen. Das heißt, wir nehmen uns hier den Stampfer raus. Habe ich mir zum Glück aber einen gekauft. Weil die Sache ist, wir stampfen natürlich nicht alles. Wir wollen natürlich so wie das beim Kartoffelstampf ist, wir wollen ja dann immer noch ein bisschen Flüssigkeit mit drin haben. Das ist ja das Schöne. Wir kochen gerade ein bisschen Kartoffeln, jetzt können wir uns ein bisschen Zwiebel schneiden. Und wir können uns gerade mal überlegen, was wir noch so ein bisschen drin haben wollen. Natürlich war ich zu doof, mir Suppengrün zu kaufen. Beziehungsweise frisches Suppengrün. Das heißt, wir nehmen uns getrocknetes Suppengrün, das geht im Notfall auch. Wie gesagt, machen das wie die Mutti zu Hause. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen Maggi da. So. Ja, Salz darf nicht fehlen, ne? Pfeffer darf nicht fehlen. Aroma. Bisschen Petersilie auch noch. So. Dann noch ein bisschen. Ja. Naja. Lorbeerblatt. So. Und für Notfall noch ein bisschen gekörnte Gemüsebrühe. Gibt ihr noch einen Lorbeerkranz? Macht ihr noch einen Lorbeerkranz? So. Ja, also im Großen und Ganzen, ich wollte jetzt die Zwiebeln noch schneiden, aber das mache ich gleich, weil die brennen in den Augen. Ich weiß nicht warum, die alle anderen nicht. Und wir brauchen noch ein bisschen was Einlage. Ne? Sehr wichtig. Ein bisschen Einlage dabei. Da haben wir hier die Spitzenqualität Bockwurst in Eingaut. Die gute. Die kommt aber als letztes rein, weil sonst platzt die Scheiße auf und dann willst du nicht. Einmal ein Giebelchen wäre gut. Ja, was ein Aufwand, ne? Was eine Arbeit. Ich habe drei Kartoffeln geschnitten und die ins Wasser getan. Das kann auch. Ja, ruhig noch einen Schuss Wasser, kommt man noch dabei hin. Und einen Schuss Wasser. Ein Schuss Wasser. Reicht schon. Ich würde sagen, das war dann auch schon wieder 0-1. Hier ein bisschen sauber machen, wir wollen ja den Dreck hier gar nicht erst haben. Und den Dreck hier gar nicht erst haben. Kartoffel hin, Kartoffel her. Wie sieht's denn aus? Das meiste ist eigentlich. Ja, so ein paar Stücken ist hier schon ganz gut durch. Können wir auch einmal schon mit dem Stampfer ein bisschen durchgehen. Wie man jetzt hört, so ein bisschen schwergängig. Also. Noch ein bisschen schwergängig, also noch ein bisschen warten. Was wir allerdings machen könnten jetzt, wir können schon mal die Zwiebeln schneiden. Die sind nicht scharf im Moment, also die sind so nervig. Also die sind wirklich nervig. Und ein bisschen Zwiebel muss immer rein. Heißt ja dann auch, ja, aber in einer Dosenkartoffelsuppe, da sind ja auch Bauchspeck und so, ja, will ich aber nicht. Ne? Es gibt ja dann auch wieder, das ist ja auch mal, Kartoffelsuppe ist ja dann auch mal so dieses, da gibt es ja auch, wie viele Rezepte gibt es da, auch wieder 1000 oder so, wenn es ist. Ja, so ungefähr. Ne? Also das ist dann wieder dieses typische, das ist wie mit Gulasch, mit allem möglichen, da gibt es wieder 1 Million Rezepte für. Also in der Richtung kann ich dann auch nicht sagen. Außerdem mache ich Kartoffelsuppe auch hier und da mal anders, immer wieder. Ich kann das so grobmotorisch gar nicht den Scheiß zulassen, was ist denn für die Scheiße? Ah. Ein bisschen köcheln und so. Hopp, hopp, hopp. Ja, ein bisschen Häutchen dran. Ich stehe da nicht drauf, wenn da so ein junges Häutchen dran ist. Hier durch, ne? Ja.
von der Ruhe, wenn es Zeit heute. Wir haben ja auch Zeit. Im Halten ist auch, ich jetzt auch für mich noch nicht so einfach hier. Geht sonst besser. Fantastisch! Alter Wichser! So, dann können wir hier noch eben einen kleinen Rest bei mir, ne? Vorsichtig mit dem Spinnen. Vollkommen richtig, du versiffter alter Wichser. Ja, ich hab hier keine Probleme. Lass mir nur allerdings mal kurz die Finger waschen. Pfoten kleben immer von der Kartoffelstärke, dass man das nicht empfiehlt. Da wir noch Kartoffelstärke am Messer haben. Ne? Machen wir denn unser erfolgreichen Mixer. Du, das Problem ist, dass wir hier festkochende Kartoffeln haben, die lassen sich nicht gut matschen. Aber versuchen wir es. Ne? Ich glaube, Pürierstapette wäre noch besser gewesen. Pürierstapette wäre noch definitiv besser. Aber ich glaube, der war kaputt. Habe ich mir nicht einen neuen gekauft? Ich hatte mir doch einen neuen Pürierstapette gekauft. Ist gar nicht so lange her. Muss ich das wissen? Weiß ich nicht, ob du das wissen musst. Ist mir ehrlich gesagt doch scheißegal, ob dich das interessiert, weißt du? Also ich hab einen gekauft, aber Gott, wo hab ich den hingetan? Ich weiß nicht, wo ich den hingetan habe. Ich glaube, ich habe den im Keller. Ich habe den gekauft, in den Keller gepackt und habe mir gedacht, so, ja, wenn du den dann nächstes Mal brauchst, dann. Ne? Ja, dann geh doch in den Keller. Ich weiß nicht, wo der ist. Weil der andere war kaputt. Ich habe mir doch extra einen gekauft hier mit Wumms hinter. Und dann habe ich den irgendwie weggetan. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Das ist jetzt blöd. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich den hingetan habe. Ich hab den doch extra einen von Bosch gekauft. Weißt du? 600 Watt und so. Wo ich den denn hingetan? Gut, dann müssen wir jetzt hiermit leben. Ich finde das nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Ist jetzt schon ein bisschen doof. Ich bin doch an den elektrischen Rührbesen. Wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe, klappt das schon. Es ist schon milchig, wie man sieht. Und jetzt halt nicht so dicke Kartoffelsuppe. Man kann ja noch ein bisschen mehr einkochen, dann wird die schon ein bisschen flüssiger. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir unseren anderen Schlund hier noch reintun. Ne? Tun hier unsere Zwiebel rein, die kleine gemixte. Bisschen viel Zwiebel, hätte ich gesagt, für so eine Suppe. Drauf geschissen. So. Ah ja. Die Packung war schon auf. Etwas Petersilie. Petersilie ist in der Suppe immer gut. Bisschen. Oh. Warum ist denn alles nicht auf? Bisschen Suppengrün rein. Klein Schuss Gemüsebrühe rein. Nur ein kleines Schüsschen. Ne, wir wollen ja schon. Was ist denn für eine Sau? Hab keiner gesehen. Dann obligatorisch ein bisschen Pfeffer und noch kein Salz, damit ich gleich erstmal gucken kann, wie es geschmacklich so liegt. Lorbeerblätter rein. Ja. Komm mal da. Ja, Lorbeerblatt rein. Ja, wenn wir einen Tick hochdrehen. Gucken wir mal, ob ich da noch vielleicht noch ein bisschen mehr gestampft kriege. Ansonsten kochen wir das einfach ein bisschen ein, bis es ein bisschen dickflüssiger noch wird. Klappt auch. Im Notfall. Ein bisschen viel Zwiebel habe ich gerade festgestellt. Das hat nachher wie eine Zwiebelsuppe schmeckt, das wollen wir ja nicht, ne? Aber bis jetzt ist immer alles halbwegs gut gegangen, wenn ich gekocht habe. Ich glaube, das ist alles zwar noch schief gegangen, aber
Hoffen wir mal das Beste. Ich probiere einfach jetzt mal einfach so ins Nix rein. Schmeckt mal gar nichts. Fantastisch. Boah, im Ernst, das schmeckt ja noch gar nichts. Schmeckt weder Zwiebel, noch Kartoffel, noch irgendwas. Wir müssen da ja noch ein bisschen Suppengrün dazu nehmen. Obwohl man ja auch sagen muss, hier die Zwiebeln und so, das muss ich alles noch einen Ticken entfalten. So muss ich das immer sehen. Obligatorisch das Salz, weil ja immer Salz fehlt und ich denke, das wäre viel. Der ist ziemlich dünn, was das Streuen angeht. Heißt er noch. Wie gesagt, man muss dem Zeug noch ein bisschen Zeit geben, weil alleine, selbst allein die Zwiebel, der da drin vor sich rumköchelt, dann muss ja alles noch in die Flüssigkeit übernehmen. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich in einer Sekunde, weißt du? Das dauert ja noch ein bisschen. Schmeckt ein bisschen lasch. Schmeckt Gemüse, aber halt dezent. Schmeckt Gemüse. Kartoffeln schmeckt deutlich. Was halt fehlt, ist halt ein klein bisschen Brühe. Vorsichtig mit der Brühe, ne? Nur ein paar kleine Brösel. Muss nicht auf den Trichter kommen, dann geht die Brühe reinzuhauen, dann kannst du alles in die Tonne hauen. Dann einmal noch ein klein bisschen Zaubermittel. Man nennt es auch Maggi-Würze. So. So. Ein paar Brösel damit. So. Maggi, das Maggi ist auch ganz wichtig. Das Maggi muss mindestens 3 Jahre abgelaufen sein, sonst schmeckt es nicht. So. Ich werde nochmal probieren, mal gucken, in welche Richtung das hier geht. Wie gesagt, ich bin experimentierfreudig. Und eigentlich mache ich Kartoffelsuppe immer ganz anders. Ich mache es heute mal komplett anders. Einfach improvisiert. Heißt der Sache. Ha. Oh. Gut. Schuss Maggi hat geholfen. Sache ist, du schmeckst so ganz langsam, du schmeckst wirklich ganz langsam Suppengrün, du schmeckst wirklich ganz langsam, dass ein Ticken Zwiebeln und so mit drin ist. Und im Suppengrün ist unter anderem auch Sellerie und so, habe ich gemerkt. Wir machen jetzt hier den Rest von dem Zwiebelgefitzel auch noch rein. So nach und nach merkst du jetzt, dass das kommt. Das heißt, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, nicht vergessen. Unser Würstchen mal reinkommt, dann kommt die letzten 5 Minütchen rein. Weil wir wollen ja nicht, dass die Wurst aufplatzt, wir wollen eine schöne heiße Bockwurst drin haben. Das heißt, wir machen das wie immer. Das heißt wie immer? Eigentlich relativ immer. Ich mache jetzt hier Deckelchen drauf, niedrigste Stufe. Und lassen das jetzt erstmal eine Zeit köcheln. Ich würde sagen, 20 Minuten. Und dann gucken wir uns das geschmacklich nochmal an. Und dann kommt man. Ah, scheiße, 10 Minuten köcheln lassen. Ich wollte ja aber die Wurst reintun. Hoffentlich kriege ich jetzt auf. Vorsichtig. Es rutscht. Müssen wir hier irgendwie noch mit Liebe. Müssen wir noch mit Liebe eine Wurst hinzufügen. 2 von diesen Würstchen sollten reichen. Wir müssen jetzt hier allerdings auch untergehen. Das Lorbeerblatt kann jetzt auch aus. Oh, und so. So, einmal eine zweite Wurst dazu. Brauche ich schon 2, weil das hier, ja, 2 Personen sind das locker, Portionen. Ja, schmeckt wie Kartoffelsuppe, was soll ich sagen. So, so, dann lassen wir jetzt noch mal ein paar Minuten drin. Der Rest Würstchen bleibt für Würstchen mit Senf. Und guck mal, da glauben wir Schüssel. So, jetzt ist er heiß, der Scheiß. Platte kann man ruhig 5 Minuten vorher schon abdrehen. Weil die Rösthitze von der Platte alleine macht schon wuppi wuppi. Das riecht auch schön nach Wurst. Ne? Das ist immer so wurstig, sagen wir es mal so. Das riecht auch schön nach Wurst.
Oh, ein bisschen hier und durchrühren die alte Suppe. Und jetzt mal hoffen, dass das hier halbwegs schmeckt, die Scheiße. Halbwegs schmecken muss der Mist. Wir uns erstmal hier ein bisschen was von unserem Urinal, von unserem durchaus nicht schlecht aussehenden Urinal. Die drei Kellen, das wird ja gar nichts. So. Dazu kommt dann unsere wunderbar leckere, teure, vollgeschmandete Wurst. So. Guck. Wenn das nicht lecker ist, dann ist das nicht lecker. Probieren wir den Scheiß gleich, damit es nachher nicht wieder Beschwerden gibt, von denen du isst das ja gar nicht. Ein bisschen Petersilie-lastig, aber sonst geht's eigentlich. Was ist mit unserer Wurst? Schöne Kartoffelsuppe dabei. Zwiebelstück. Ha. Ja. Ja. Schmeckt wie so eine Kartoffelsuppe, die du aus der Gulaschkanone kriegst. Nur nicht so dünn. Gut. Ist lecker. Gut. Verpisst euch. Schön geschmeidig bleiben.